Immer wieder werde ich gefragt, was ist denn das überhaupt Potenzial? Ich schreibe vom Potenzial, ich spreche über Potenzial, immer wieder kommt das vor. Willkommen zu unserem heutigen Impuls aus dem Sinnzentrum in Salzburg. Potenzial, das wird ja ganz verschieden verwendet. Das wird in der Physik verwendet, in der Elektrotechnik, das wird aber auch in manchen spirituellen, esoterischen, religiösen und wie auch immer Gruppen und Richtungen verwendet. Potenzial, wenn man das im engeren Sinn übersetzt, zumindest so wie ich es übersetze, heißt ganz einfach Mächtigkeit, heißt Kraft, heißt Spannung. Potenzial, das ist etwas, das in mir ist und raus will. So meine ich, eines der Bilder für Potenzial ist das von mir immer wieder zitierte Samenkorn. Ein Samenkorn, das unter einer Decke, Betondecke vielleicht sogar liegt. Und wenn das Zugang zu Feuchtigkeit, zu Nährstoffen hat, dann hat das die Kraft, auch so eine Betondecke, eine Asphaltdecke zu sprengen. Wahrscheinlich haben Sie das schon irgendwann mal gesehen, vielleicht sogar mit Ärger festgestellt. Jetzt ist das alles neu und da ist so ein kleines Samenkorn, hat diese Riesenkraft. Das meine ich mit Potenzial. Potenzial ist Sprengkraft, Potenzial ist Lebenswille. Ich sage auch gern, Potenzial ist Lebenskraft pur. Und im Bild, das Viktor Frankl von der geistigen Person, von meinem Wesen, von meinem Inneren entwickelt, in diesem Bild liegt ganz zuinnerst Potenzialität, Lebenskraft. Lebenskraft, die immer wieder neu erstehen will, die immer wieder neu sprießen will, die immer wieder neu sich umsetzen, verwirklichen, in die Welt hinaus möchte. Die moderne Physik, die Quantenphysik, sagt uns, die größte Kraft ist dann, wenn scheinbar nichts da ist, wenn Ruhe herrscht, wenn aus dieser Ruhe aber etwas entstehen kann, wenn irgendetwas schon sehr geordnet, sehr dicht, sehr kompakt ist, dann ist da nicht viel Potenzialität. Potenzialität ist dann, wenn etwas mal ganz ruhig ist und aus dieser Ruhe etwas entstehen kann. Und so glaube ich auch, dass uns für unser eigenes Potenzial, und das ist jetzt kein physikalisches Potenzial, für unser Potenzial tut es uns immer wieder gut, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir mal einen Moment abschalten können, wenn wir mal alles sein lassen können. In der Ruhe, in der Stille, in der Meditation, in der Natur oder manchmal auch, wenn es draußen finster ist, so wie es jetzt im Herbst ja schon immer mehr ist, und wir uns ein kleines Licht anzünden, eine Kerze und es uns ganz gemütlich einrichten. Und in dieser Ruhe, in dieser Stille ein bisschen hinspüren zu unserem eigenen Potenzial. Was möchte denn da und dann lebendig werden? Immer wieder gilt es, diese Pausen zu machen, dieses kurze Innehalten, um aus diesem Innehalten wieder Neues schöpfen zu können. Wenn wir sagen, Potenzial ist Lebenskraft pur, dann glaube ich wirklich daran, wir haben diese Power, wir haben diese unendliche Kraft, dass immer wieder etwas werden kann. Aber wir brauchen auch das Reservoir und dass wir das anzapfen können, dieses Reservoir. Und dazu braucht es Ruhepausen, Stille, mal zurücklehnen und aus dem dann wieder das ganz neu angehen. Das wünsche ich Ihnen bei diesem herbstlichen Impuls, wo wir auch aus der Natur sehen können, dass sich im Moment alles ein bisschen zurückzieht. Um dann, und das wissen wir ja schon, mit neuer Kraft wieder zu erstehen, zu erwachsen, zu erblühen. Alles Gute aus dem Sinnzentrum, beste Grüße und viel Kraft beim Entdecken Ihres Potenzials und Ihrer Lebenskraft.